Irgendwie egal, was mit mir ist, Hauptsache die anderen. Und das ist die christliche Lehre. Hauptsache die anderen. Egal, was mit mir ist. Auch wenn ich verenden würde dabei. Hauptsache, ich kann noch jemandem helfen. Das ist das, was Christus von uns will. Liebe deine Feinde, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Tue alles nur noch in Liebe und bleibe stetig in der ewigen Wahrheit. Halleluja, bete an alle Zeit, lobe und danke alle Zeit, damit du ewig mit mir verbunden bist, mein Kind. Halleluja, danke Christus Jesus, der du ins Fleisch gekommen bist, mein einziger Herr bist. Amen. Und wer ist denn unser und Vaters größter Feind? Das ist der Satan. Christus Jesus ist mein einziger Herr. Und wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen nur nicht das nehmen, was er uns geben will. Das sollen wir verachten. Das ist gar keine Frage. Aber er selber ist unser Bruder. Er ist unser Bruder. Und er ist in die tiefste Tiefe gefallen und sitzt da drin fest. Und er sitzt in Leid und Elend fest und treibt alles an, was er machen kann. Auch in Leid und Elend, in seinem Wahn, in dem er gefangen ist. Und er braucht Liebe von uns. Er braucht Liebe, 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 Liebe. Nichts anderes als Liebe braucht er. Und das ist die christliche Lehre. Liebet eure Feinde. Denn nur wenn ihr sie liebet, dann könnt ihr sie zu euren Freunden machen. Das ist die christliche Lehre. Vater ist so einfach. Vater ist wirklich, der ist genial. Das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Der will uns alles lehren, damit wir alles verstehen. Und nicht nur, Jesus liebt dich. Komm zu Jesus. Mehr weiß ich nicht. Ich bin schon 20 Jahre Christ. Weißt du, wie ich meine? Das ist so wunderbar. Halleluja. Amen. Wenn ein Wesen ins Geistesdunkel fällt, also sein Licht, seine Liebe, seine Wahrheit verliert, dann vergisst er alles, dann vergisst es seinen Ursprung, dann vergisst es, wo es herkommt, dann vergisst es die Wahrheit, dann hängt es nur noch im Irrtum und dann brauchen sie uns, dann brauchen sie uns. Sie können unsere Gedanken können sie lesen, sie können unser Sprechen hören und deshalb sollen wir uns 24 Stunden mit Gottes Wahrheit beschäftigen, damit alle Geister um uns herum, die willig sind, diese Wahrheit hören können und davon lernen können und wieder rauskommen aus dem Dunkeln. Das ist die christliche Lehre. Darum geht es. Liebe deine Feinde. Liebe deine Feinde. Übe Vergebung. Und wenn du das nicht kannst, dann wende dich in deiner Kleinheit und Schwäche beginnen zum Heiland. Und sag ihm das, dass du klein und schwach und arm im Geist bist. Und dass du Vergebung selber von ihm brauchst. Und damit er mit dir vergeben kann. Und dass er dich alles lehren kann, damit du allen helfen kannst. Denn nur die Wahrheit befreit. Nur die Wahrheit, die ewige Wahrheit. Von Christus Jesus selbst, nur die befreit, nichts anderes. Halleluja, Amen. Weil es gibt überhaupt gar keinen Grund, den Satan zu hassen. Christus Jesus ist mein einziger Herr. Satan hat nur Macht über mich, wenn ich nicht in der Wahrheit stehe. Wenn ich zu träge bin, die Wahrheit lernen zu wollen. Mich mit der Wahrheit beschäftigen zu wollen. Eine Verbindung mit dem Heiland aufzubauen, die ganze Zeit. Damit er mich immer weiter lehren und gestalten kann. Der hat nur Macht, wenn wir im Irrtum stehen. Und dann bekommt er alle Macht über uns. Und dann kann er mit uns spielen. Dann kann er uns in den Dreck ziehen. Dann kann er unsere Gedanken verwirren. Dann kann er uns auseinandertreiben. Dann kann er uns in Streit bringen. Alles kann er dann. Überhaupt gar kein Problem. Aber da sind wir selbst dran schuld. Wir sind schuld, wenn sowas passiert. Nicht er. Er ist ein kleines, trotziges Kind. Er tut nur das, was er im Moment weiß und kann. Was anderes tut er nicht. Er hat nicht den Willen, was Besseres zu tun, aber wir haben den Willen, was Besseres zu tun. Und wenn wir uns nicht etwas Besseres befleißigen als eine stinkende Wahrheit, die hier auf der Erde umgeht, irgendwie so, wenn wir uns nicht Gottes Wahrheit befleißigen, sind wir selber schuld, wenn die auf uns zugreifen. Dann sind wir selber schuld, wenn die unsere Gedanken verwirren. Dann sind wir selber schuld, wenn unsere Liebe ausgeht. Wir sind dann schuld. Dann können wir anfangen, uns selber zu hassen, wenn wir schon nicht hassen wollen, weil wir nämlich so blöde und träge und faul sind. Das ist die Wahrheit des Christus Jesus, der ins Fleisch gekommen ist. Halleluja, Amen. Richtig essen und trinken in der Gnade und im Segen des Christus Jesus, meines einzigen Herrn. Liebster Christus Jesus, mein einziger Herr und Heiland, ich bin klein und schwach und arm im Geist. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte steh mir jetzt bei und beschütze mich vor dem Irrtum.
Ich will nun in deinem Willen und deiner Kraft nur dein ewiges Wort der Wahrheit, bitte. Bitte gib mir, deinem unwürdigen Diener, dein Wort, deine einzige heilende Wahrheit. Denn nur du bist mein einziger Arzt, meine einzige Medizin, meine einzige Heilung. Christus Jesus, bitte lass nur deinen Willen geschehen und mache all deine wundervolle ewige Wahrheit fest in meinem Herzen auf alle Ewigkeiten. Ich danke dir, dass du mich gerufen hast. Ich danke dir für die Zuversicht, die du mir gibst. Dein Wille geschehe. Amen. Halleluja. Amen. Du sollest nichts nehmen, welches ich, der ewige Herr, nicht für dich gesegnet habe. Denn nichts kann dich verunreinigen, was der Herr dir gebe und du in dich reintust. Nur deine Gedanken können es schlecht wirken lassen in dir. Bitte immer um einen festen und unerschütterlichen Glauben und um starkes Vertrauen in meine Allmacht und Liebe. Ich liebe dich, mein Kind, und mein Wille ist es, dass du so schnell als möglich wieder vollkommen wirst. Doch du sollest verstehen wollen, den Werdegang bis in die ewige Liebe. Das Verstehen dieses Weges ist das Verstehen der ewigen Ordnung, nach der du ja in freiem Willen für immer leben sollest. Ich kann nicht abweichen von der obersten Ordnung, die ihr mein Gesetz oder meine Gebote nennet. Alles Erschaffene wirket nach einer Gesetzlichkeit. Ihr nennet es die Naturgesetze. Darin kann ich wirken und schaffen. Ihr sollet ebenfalls darin wirken und schaffen, nach meinem Willen und in meiner Kraft. Ich bin dein Vater von Ewigkeit, die ewige Wahrheit und ewige Liebe selbst. Ich existiere aus mir selbst heraus, während du, mein Kind, auf meine Kraft und meine Gedanken angewiesen bist. Ich bin der einzige ewige Kraft- und Gedankenquell, den es gibt. Nur durch die Anerkennung von diesem kannst du wirken und schaffen in freiem Willen, nach meinem Willen, in meiner Kraft. Du bist ein ewiges Wesen, du kannst deine Existenz nicht beenden, nur die Form wechseln, in der du bist. Ich habe in meiner Liebe alles erschaffen, auch den Christus Jesus, deinen ewigen einzigen Herrn und Heiland, in dem ich lebe und dir schaubar bin. Ja, mein Kind, wenn deine Liebe stärker und reiner geworden ist, wirst du mich sehen können. Doch ich bin die Liebe selbst. Ich kann mich nicht mit unvollkommenen Wesen verbinden, da diese meine Liebe nicht ertragen könnten. Darum reicht zu Anfang dein Wille aus, um meine ewige Wahrheit verstehen zu können. Dein Wille reicht im Anfang aus, mir dienen zu können, wenn du es wirklich willst. Darum bringe mir vor jeden Zweifel und jede Unwahrheit in deinen Gedanken. Bekenne deine Schwäche und bitte um Vergebung dieser Schuld. Bekenne deinen Mangel und bitte um Behebung von diesem. Es ist wichtig zu wissen für dich, dass alle Materie geistig belebt ist. Diese sehr unvollkommene Wesenheit in der Materie benötigt deinen Beistand und deine Hilfe. Erkenne an meine Wahrheit und bitte mich darum, dass du mir dienen darfst in meinem Willen. Denn du kannst nichts aus dir selbst heraus. Ich, dein dich liebender Vater im Christus, deinem einzigen Herrn, bin der einzige Liebekraftquell von Ewigkeit. Bitte mich, dieses verstehen zu dürfen, und ich kann deine Gedanken recht leiten. Wenn du also zum Beispiel eine Karotte essen willst, dann entspanne dich und bitte innig mit zu deinem Herzen gerichteten Gedanken um meinen Segen für dieses unvollkommene Geistige in der Karotte. Bitte mich, diesem Geistigen und dir zu helfen, wieder vollkommen zu werden. Tue dieses und glaube,
dass ich es auch tun will. Wenn du eine kleine Lieberegung in deinem Herzen vernimmst, dann habe ich es für dich gereinigt. Dann darfst du dankbar und freudig mit zu mir gerichteten Gedanken dieses verzehren. Wenn du die feste Form dieser Karotte veränderst, also sie schneidest, schälst oder zerbeißest, dann lässt du die darin wohnende Wesenheit frei. Diese Wesenheit ist noch sehr unvollkommen und braucht jetzt deinen gedanklichen Beistand. Wenn du denkst dabei, dass der Christus Jesus dein einziger Herr ist und nur sein Wille geschehen möge, dann kann ich den Weg des freigelassenen Geistigen recht leiten. Und du und diese Wesenheit werden einen Vorteil daraus erfahren. Da jeder Zweifel an meiner Allmacht meine Kraft hindert, recht wirksam zu sein, beuge dich nach dem Konsumieren vor mir und bitte mich unter Beteuerung deiner Kleinheit und Schwäche um Vergebung dieser Schuld. Denn durch deinen Kleinglauben bist du es mir schuldig geblieben, der geistigen Wesenheit und dir, mein Kind, deine geistigen Anteile, die du so dringend benötigst, zu geben. Wenn du mich im Erkennen deiner Schuld bittest, dann kann ich dir und dem Wesen, welches doch auch ein Bruder von dir ist, geben, was ihr benötigt. Ich darf dir dann beweisen, dass meine Liebe zu dir so groß ist, dass ich dir alle Schuld vergebe und euch langsam in meiner Ordnung wieder zu göttlichen Wesen, zu meinen Kindern gestalten will und kann. Das ist mein Wille. Ich bin dein, dich liebender Vater, in deinem einzigen Herrn Christus Jesus. Darum bitte ich dich, meinen Worten Glauben zu schenken, denn nach deinem Glauben solle dir geschehen. Bitte also auch unter Bekennen deiner Schwäche um einen tiefen Glauben. Ich will dir geben, was du bedarfst, doch du musst mir vertrauen, dass ich dir auch helfe im dunklen Tale. Bitte mich also auch um Vertrauen und Geduld. Nach meinem Gesetz der Ordnung kann ich dir nur meine Kraft in ganzer Fülle zukommen lassen, wenn du einen festen und unerschütterlichen Glauben hast und fest auf meine Liebe vertraust. Nur ich kann dir dieses geben. Bitte, so wird dir gegeben. Damit klopfest du an mein Himmelreich. Und ich werde durch deinen einzigen Herrn Christus Jesus dir auftun die Pforten ins Reiche des Lichtes. Denn wenn mein Wille geschieht, dann wirst du ein wahrer Anbeter werden und dich mein Kind nennen dürfen. Halleluja. Amen. Wenn ich in letzter Zeit bete, dann fühle ich Jesus' Präsenz nicht mehr. Für gewöhnlich kann ich ihn fast berühren, aber zurzeit ist es, als sei er meilenweit entfernt. Kleines, du vor allen anderen solltest doch wissen, geht man durch eine wirklich harte Zeit, ist der Lehrer immer schweigsam während der Prüfung. Was machen wir denn jetzt? Dasselbe wie immer, Martin. Wir beten. Im Glauben.